Jo Leute, und seid herzlich willkommen zu einer Runde Bed Wars auf Zetoxen.de. Und wir spielen irgendwie wieder die genau gleiche Map, die ich mit Schneider schon mal gespielt habe. Auch wieder mal das 2x8 und dieses Mal hoffen wir jetzt endlich mal so richtig zu reißen. Und mit dabei haben wir heute Megamind. Hallo. So. Okay, alles klar. Ja, wie ihr schon beim Multi gehört habt, dass... Also wir hoffen, dass es gut wird. Weil wir hatten eben gerade schon zwei Aufnahmen, die einfach schlecht waren. Genau. Oder es war auch so und so, es ist jetzt so Samstagabend nach dem Stream und ich war ein bisschen auf Hive zocken von unserer SG und ich habe einfach nur so verkackt, so krass verkackt. Aber ist mir jetzt auch egal, danach habe ich eine Runde SG auf Gomme gespielt, die war ich relativ gut, mit der war ich ziemlich zufrieden. Ja, und jetzt spiele ich ein bisschen Bed Wars und ich würde gerne so ein paar Runden halt noch aufnehmen, weil Bed Wars wird ja ziemlich gefeiert von euch, habe ich gemerkt und das freut mich natürlich sehr. Deshalb möchte ich natürlich auch weiterhin ein bisschen Bed Wars bringen ab und zu. So. Ja. Also, irgendwie, ich baue mich jetzt einfach wieder hier zurück zum Weg, dann passt das schon. Okay, ich habe 140 Materialien gesucht in der Mitte und ich habe sie jetzt zurückgebracht. Also, man verbraucht so schnell Hunger. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist wichtig auf Zeit, doch, echt mit dem Essen. Das machen ganz also, dumm. Komisch ist auch mit der Nahrung hier, ne? Zwei Materialien einfach nur für einen Steak. Also ja stimmt, das ist schon. Wenn ihr eigentlich sind sie gleich im Preis wie auf Gomme. Da kostet ein Steak eigentlich auch zwei Bronze. Ich glaube, daher haben die das ein bisschen. Gut, das kann nicht. Das können sie nicht bescheiden, dass sie das nicht von Gomme kopiert haben. Aber Gomme kann auch nicht bestreiten, dass sie Bed Wars neu erfunden haben. Sie haben einfach Rush einen anderen Namen gegeben. Oder Aero. Und das ist eigentlich nicht mehr. Praktisch gesehen dieses Bed Wars fast genau nur genau so. Nur halt ohne Dings. Ohne diese ohne Materialien. Dings halt, ja, ohne Dings halt. Ja. Die beste okay. Aussage ever. Gut, ich habe Schwert, Spitzhacke und ein bisschen Rüstung. Ich würde sagen, ready to fight. Also mal gucken, was in der Mitte läuft. Wo bist du? Wir sind da mit Schneider, waren wir in der Unterzahl. Jetzt sind wir in der Überzahl, weil wir beide Team Blau sind. Das ist gut und wir haben jetzt die Mitte glaube ich schon ziemlich gut unter Kontrolle. So. Und dann gehe ich da einfach mal runter. Kassiert jetzt da viel Fallschaden, aber ich gehe jetzt einfach mal ein. Ah, du bist auch da. Ich sehe dich. Ah, shit. Oh, fuck. Mit Blöcken hätte ich mich vielleicht noch retten können, aber. Ich war eigentlich vorne. So, okay, wir müssen uns beeilen, schnell, ganz schnell. Was ich aber auch geil finde, man verliert nicht alle Items, wenn man stirbt. Die Materialien? Also man bekommt einen Teil der Materialien wieder zurück. Das ist praktisch. Hast 1000, weißt du? Ja, ich habe echt fast 1000 gehabt vorhin. Okay. Also in der anderen Runde, die wir halt verkackt haben vorhin. Echt? Ja, okay. So. Okay. Da ist ein Blau. Okay, es sind relativ viele Blau in der Mitte aktuell. Blau sind wir, ja. Und Rote sind am Bowcampen da unten. Sehe ich gerade. Ich hole mir auch schnell mal einen Bogen. Den stärksten hole ich mir schnell, okay? Jupp. Ich gehe schnell zum Eisen. Okay, der wurde geweckt. Ich würde sagen, ich gehe mal rüber. Weil ich glaube, es gibt nicht mehr so viele Leute, die einen Bogen haben. Oh, ich habe einen Hund geschmissen. Ah, und der tötet mich mit dem Bogen. Schade. Ja, Bowcamper sind nicht gerade die besten. Das stimmt, ja. So. Moment mal, redest du jetzt eigentlich über dein Handy mit mir? Ja. Headset. Okay. Ich hab Headset. Achso, na gut, passt auch. Ich hatte früher ja auch ein Headset. Oh, und jetzt reicht es sich mir für das Zeug, was ich noch brauchen könnte. Oder dir mal eine Enderperle gekauft. Geil. Das kann man natürlich auch gebrauchen. Ich glaube, ich gönn mir gleich auch mal eine. Mal gucken, was kostet eine Enderperle. Ich hol mir auch gleich eine, wenn ich diesen Bogen hab. Ich hab noch nichts außer Rüstung. 400 kostet eine Enderperle. So. Okay, so, aber wenn man mal denkt, so eine Enderperle im Bed Wars ist eigentlich schon ein bisschen OP. Aber ich find's geil, dass es sowas gibt. Ach Gott, die Leute stellen sich auch so fantastisch hier hin. So, da kommt man gar nicht mehr an den Shop ran. Okay, ich glaube, wir verlieren die Mitte langsam wieder an die Gegner.
Ja. So, ich habe den Bogen. Ich brauche nur noch schnell 150 Materialien. Was heißt schnell? Okay. Ne? Es hat noch kein einziger dieser Runde geleftet bisher. Außer bei Rot einer. Bei Rot. Aber, also ne, bei Rot waren es von Anfang an nicht genug. Ne? Da drin. Waren nur 15 Spieler von Anfang an. So, ich habe jetzt ein gutes Schwert und jetzt. Okay, die sind gerade am Bauen da unten irgendwie. Oh fuck, da kommt ein. Ist Gold in der Mitte? Ja, aber ich sammle das die ganze Zeit ein gerade. Also oben drauf ist Gold und unten ist Silber. Eine Bombe wurde gezündet, okay. Naja, ne? Wenn die möchten. Und sie, Moment mal. Sie haben ihr Bett nicht eingebaut, das heißt mit einer Enderperle müssen wir rüberkommen. Okay, ich habe gleich genug Gold. Und genau, gleich genug Materialien. Dann nehme ich die Enderperle und teleportiere mich gleich zum Bett rüber. Okay, aber unser Bett ist auch nicht eingebaut, sehe ich. Das müssen wir mal noch ändern gleich. So, runtergeschossen. Ah, nice, okay. Gut, ich habe jetzt 400 Materialien. Und ich muss damit auch noch ein bisschen Essen kaufen. So, sonstiges Enderperle, sehr gut. Und jetzt brauche ich noch Nahrung. Okay, gut. Kaufen wir uns das und jetzt der Schlachtplan. Nehme eine Enderperle und werfe sie nach drüben. So, ich werde dazu in die Mitte gehen. Einfach da nach oben. Und die da dann rüberschmeißen. Ich hoffe, ich treffe. Ich hoffe sowas von, dass ich treffe. Komm zu mir, hier ist frei. Wo bist du? Ich bin hier an der Seite. Hier. Ah ja, ich sehe dich. Ja, ich habe auch gedacht, irgendwie von hier. Okay, aber es ist echt weit. Du müsstest an diesen komischen, an wo die Zuckerstange ist, siehst du die? Ja, da irgendwie dran treffen vielleicht. Okay, ich werfe jetzt einfach mal. Oh. Das ist direkt in die. Oh, was ist direkt in die Base von denen? Echt? Bist du okay. Da? Ja, ich bin direkt in der Base. So, siehst du mich? Ich sehe so gut wie nichts. Bei mir werden die Gegner nicht. Da hat einer No Knockback, okay. Ich habe gerade einen mit No Knockback getötet. Und ihr Bett abgebaut. Und jetzt sehen sie, dass ich hier bin. Oh mein Gott, da ist ja ein Gegner, verdammt. Hui. Das ist ja neu. Das ist ja neu, ja. Oh verdammt, und unser Bett steht da nicht mehr. Okay, gut, ich habe glaube ich. Alter, Mann, ich habe gerade 3 Spieler getötet. Ich glaube 2 bis 3 Spieler runtergeschossen. Geil. Mein Superbo. Die bauen sich so, beim Shop ein. Ich habe auch noch ein gutes Schwert. So, das hier. Sharpness 2. Oh, scheiß Bombenleger, echt. Okay, es sind noch 3 Spieler. Gut, die Runde haben wir so gut wie gewonnen. Und das nur weil mein Ende. Okay, ich habe schon von Anfang an irgendwie gewusst, man kann da nicht ganz rüberwerfen mit der Enderperle. Gewonnen. Ah, wir haben gewonnen. Geile Runde. Auf jeden Fall. So, endlich haben wir eine Aufnahme, die wir nehmen können. Oh. Ja, Leute, nach langer Zeit. Auf jeden Fall. Nassen Neig dafür diesen Sieg, der durch mich hervorgerufen wurde, ich auch mal behaupten. Und auch die Idee der Enderperle einfach. Die Enderperle war die entscheidende Idee. So. Und ich denke, ich werde auch so in Zukunft auch ein bisschen mehr Bad Wars auf Zeit Toxin spielen. Also es ist irgendwie echt geil, es macht so richtig Bock wieder. Oder auch auf The Waste vielleicht. Denn Gomme ist immer so ein bisschen das. Okay, ich meine, es ist überall ein bisschen das gleiche mit Bad Wars. Aber auch bei Gomme ist dann auch immer so eine Sache und Gomme Bad Wars. Ist dann langsam auch ein bisschen langweilig für mich, ehrlich gesagt. Aber ist kein Problem. Werden beides nach wie vor spielen. Auf Gomme ist es auch schwerer. Wegen das stimmt, zum ja. Beispiel Bogen oder so. Genau. Okay, Leute, ich würde sagen, lasst ein Like da, wenn euch diese Runde gefallen hat. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Bis dann, Leute. Haut rein und ciao, ciao.